Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Shadow of the Tomb Raider. Ja, im letzten Part sind wir in Paititi angekommen und haben auch Dr. Dominkins gefunden, der ja hier die Herrschaft in Paititi haben möchte. Der möchte ja alles verändern. Und dann haben wir auch seine Backstory gefunden. Und ja, da haben wir auch herausgefunden, dass er sich mit seinem Bruder zum Beispiel gestritten hat. Und ja, dass er auch eigentlich auch einen Namen hat, wie zum Beispiel Amaru. Oder von mir, dass er halt Amaru heißt. Und jetzt war hier im Bauch der Schlange und wollen die Schatulle holen. Natürlich bevor er es Dominkins tut. Und ich würde mal sagen, wir gehen da auch weiter. Und ja. So, wenn wir hier nachher. Da mal nach oben. Dadurch. Ja, dadurch. Da müssen wir jetzt wirklich durch. Dann haben wir hier nochmal eine Manuiten-Statue. Die wir hier nochmal untersuchen können. Stinkt das. Das muss der Ort sein, den Ansley meinte. Ach, geht doch. Geht doch noch voll klar, Lara. Ganz ruhig, Lara. Ganz ruhig. Ich weiß jetzt auch nicht, was die Puh. Geht doch noch klar. Widerlich. Ist das widerlich. Lecker. Also ich finde es auch angenehm. Aber gut, wir haben es ja doch noch geschafft. Okay, keine Hektik. Ja, alles mit der Ruhe, Lara. Alles mit der Ruhe. Haben wir da auch noch gemeistert. Schön. Alles sachte. Nicht zu hektisch sein. Alles mit der Ruhe. Sympathisch, man kann sich unterhalten mit den Leuten. Also, mit denen kannst du auf jeden Fall noch am Ende diskutieren. Finde ich. Scheiße. Dann nur kurz runter. Klappe zu, aber dort. Hier noch ein Käfer eingesammelt. Die nächste Frage ist, ich glaube, wir müssen nach da. Ja. Ich habe wohl keine Wahl. Aus diesem kleinen Spalt. Bei sehr vielen anderen Leichen.
muss schon sagen, also wenn ich die ganzen Leichen so sehe und so, ich habe schon ein bisschen Outlast-Flashbacks. Outlast 1-Flashbacks. Also muss ich sagen. Let's go. Ist das einer der Rebellen? Ich weiß es nicht. Wir wissen, es ist kranke Scheiße. Es gibt irgendwo einen Zugang. Ja. Aber eins wissen wir, es ist ziemlich kranke Scheiße, Lara. Das steht auf jeden Fall fest. Was da abgeht. Eine Schlange mit einem silbernen Auge. Ich bin auf der richtigen Spur. Ja. Eieiei, da sind ja nur welche auf dem Dach. Ja, auf der Decke zumindest. Alter, Scheiße. Hilfe. Bruder. Ja, dadurch. No. Also ich weiß nicht, das ist ziemlich crazy, was da. Wird immer stärker. Was da abgeht. Lara, wie läuft's? Jonah, hier ist noch eine Schlange mit einem silbernen Auge. Ich muss dicht dran sein. Ich rede mit Uchu über Tattoos. Über Tattoos? Ja, du hast doch Honoratus gesehen, oder? Es zeigt eine Reihe und eine Eklipse. Das könnte mit der Schatulle zusammenhängen. Glaube ich nicht. Gut. Kann man auch machen. Sich über Tattoos unterhalten. Sieht aus, als wäre es der einzige Weg. Okay. Unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. Aha. Okay. Okay. Ich glaube, wir müssen das da aktivieren, um dort das Öl reinzubringen. Ja. Voller Öl und Blut. Und jetzt, let's go mit dem Feuer. Oder? Jetzt? Ja, ich wollte gerade sagen. Ja, wir müssen jetzt einfach hier bei der Prüfung, wo geht es dann wirklich einfach nur darum, wir müssen jetzt mehrere Rätsel machen. Die Barriere ist unten. Ich muss weitergehen. Ja, und da müssen wir uns halt jetzt immer einen Weg frei machen mit den ganzen Rätseln. Das war zum Beispiel eigentlich ziemlich simpel. Einfach das Öl freilassen. Und dann halt das Feuer raussetzen lassen. Aber ich weiß, da gab es einen. Ist das so eine Art Aderlasskammer? Ja. Das Rätsel meinte ich. Ich wollte erst sagen, es gab ein Rätsel, das hat mich wirklich zur Weißglut gebracht. Willkommen. So eins. Es müssen hunderte Opfer nötig gewesen sein, um diese Kanäle mit Blut zu füllen. Ja, warte, wir gucken uns das jetzt erstmal kurz an. Also erstmal aktivieren wir dort das Öl. Wir gucken doch erstmal, wo das Öl hier runter geht. Einfach für die Wissenschaft. Einfach. Verdammt, es fließt zur falschen Stelle. Ja. Ja, deswegen müssen wir jetzt diese Drähte nehmen.
und die zur richtigen Stelle platzieren. Und Bruder, ich weiß ganz genau, dass das ein Akt war. So. Also ich werde jetzt hier ein paar Mal ausprobieren, anders kommt dann auch nochmal offscreen. Aber wie gesagt, das war auch nicht mein Lieblingsrätsel. Oder ist nicht mein Lieblingsrätsel. Was geht jetzt da durch? Ne, fließt immer noch zur falschen Stelle. Zu schwer. No. Ich brauche mehr Drehmoment. Eieiei. Also ich weiß jetzt schon, falls ich das mal zum Beispiel einer angucken würde. Grüße gehen raus an Marcel. AKA Wolf Gaming. Ich weiß jetzt schon, der wird sich da tot lachen. Weil an sich ist das wahrscheinlich, ist das sehr, sehr, also nicht nur wahrscheinlich, es ist eigentlich sehr simpel, aber ich tue mich ja hier immer sehr schwer. Wortwörtlich. Weiß nicht, ich finde das sowas sehr, sehr beschissen. Warte. Nö. Nee. Es geht eigentlich. Eigentlich müssen wir das nehmen. Aha. Geht doch. Zack, so, nee, so nicht. Nee, so würde das überhaupt nicht hinhauen. Ich würde mal sagen, ich mache offscreen weiter und wir hören uns einfach weiter, wenn ich das gelöst habe. Okay? Bis gleich. So, da bin ich wieder. Wir haben jetzt zur Schatulle. Ja, wir haben es tatsächlich geschafft. Ihr müsst es einfach so haben. Also ihr müsst auf jeden Fall die beiden Pfeiler verbinden. Und dann habt ihr eigentlich auch den Weg raus und das müsste dann halt so angezeigt werden. Ja, sehr, sehr simpel, ich weiß. Aber ich habe erstmal lange gebraucht, aber naja. Eine Schlange.
das Teil, das Trinity noch fehlt. Der kleine Rebellenprinz. Oh, let's go. Aua. Wir werden tatsächlich gejagt. Einfach da lang. Jo, aus dem Weg, aus dem Weg. Geht auf den Weg! Nein, nein. Ja. Also wer kennt's nicht? Natürlich muss er auch einmal sterben. Jo. Spiel ist okay. Geht auf den Weg! Nein! Okay, nicht da lang. Also einfach straight geradeaus weiter. Geht auf den Weg! Zack, zack, zack. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Nein, nein, nein! Ah. Ja, moin! Oh, dann war ich zu früh gesprungen bin. Ich muss sagen, die Musik gibt nicht auf den Sack oder so. Die ist auch nicht laut. Oder so. Die ist entspannt. Entspannte Musik. Nein, nein, nein! Die jetzt auch aufgehört hat. So, hier rüber! Oh, ja, lauf, lauf, lauf. Hey Lara, falls möglich, geh zurück. Uchu musste ich etwas fragen. Ein Gefallen, glaube ich. Okay. Ich komme zurück, so schnell ich kann. No. Das brauchen wir auch. Huiuiui, das war schon mal sehr, sehr wild. Was da abging. Also das war auf jeden Fall schon mal ziemlich heftig, diese Verfolgungsjagd. Aber naja, wir haben es ja trotzdem überlebt. Wir haben auch einen neuen Basislager tatsächlich entdeckt, genau da. Und ja, da gucken wir natürlich erstmal. Ja, Outfits können wir jetzt Stand jetzt immer noch nicht ändern, weil wir müssen ja damit weitermachen. Okay. Ja. Na, dann würde ich mal sagen, gehen wir einfach mal weiter zu Umu. Weil ich finde, wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Noch ein bisschen noch da. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Aber wie gesagt, jetzt haben die Leute tatsächlich Edsley. Das ist natürlich nicht ganz so gut, dass sie ihn jetzt haben.
Okay. Aber gut, andererseits kann man wiederum sagen, ja, warum hat der da auch natürlich rumspioniert? Also, er ist wiederum schuld. Aber andererseits hätte das jetzt auch nicht sein müssen. Tatsächlich. Aber naja. Wir gehen einfach zurück und sagen einfach, jo, Mo, was geht? Dein Sohn ist weg. Vielmehr dein Erbe. Das ist ja der Erbe. Der gute Itzli. Und ich sehe, es ist ein sehr langer Weg da ganz oben. Onuratu! Sie haben Itzli gefangen. Ich weiß. Sie halten ihn in der Kaserne fest. Wir überlegen, wie wir ihn befreien. Ich wollte ihn holen, es tut mir leid. Er ist ein Krieger. Was ist das? Oh. Das ist ein Schlüssel. Sieht aus, als würde er zum Bergtempel gehören. Direkt daneben halten sie Itzli gefangen. Gibt es etwa eine Verbindung zwischen der Schatulle und der Kaserne? Besetzt der Kult deswegen den Tempel? Er ist schwer bewacht. Wenn wir dort rein wollen, müssen wir unauffällig und leise sein. Gibt es einen Hintereingang? Es gab einen neben der Salzmine, aber der wird lange nicht mehr genutzt. Das ist sehr gefährlich. Ich bin mir sicher, das schaffe ich. Mag sein. Die Opfergrube hast du auch überlebt. Ich war seit meiner Kindheit nicht mehr dort. Aber soweit ich mich erinnere, liegt die Kaserne hinter einem inneren Schutzwall. Wenn ich durch den Hintereingang reinkomme, kann ich den Weg freimachen und euch reinlassen. Erst befreien wir Itzli, dann suchen wir die Schatulle. Ich rette meinen Sohn und du holst die Schatulle. Ja, tatsächlich. Und jetzt haben wir dann somit auch eine neue Aufgabe entdeckt mit dieser... Na, Jonah, wie geht's dir? Uchu und ich haben geplaudert. Uchu, was gibt es denn? Der Tag von Itzlis Krönung rückt näher. Er wird bald ein Mann sein und die ersten Schritte auf seinem Weg zu Paititis künftigem König machen. Klingt, als würdest du diesen Tag herbeisehen. Die Hoffnung auf diesen Tag lässt uns weiter gegen Amaru und seinen Kult kämpfen. Wir alle müssen uns manchmal daran erinnern, wofür wir kämpfen. Kann ich irgendwie helfen? Als Itzlis Vater Sairi starb, ließ Onuratu mir die Ehre zuteil werden, sein Ersatzvater zu sein. Ich muss 3 heilige Gegenstände für die Zeremonie besorgen. Doch... Doch bei allem, was gerade los ist, schaffst du es nicht. Um welche Gegenstände geht es? Das Amulett des Retters, den Meisterbogen und das Königshorn. Durch sie segnen die Ahnen den künftigen König. Sag mir, was du brauchst und ich sehe, was ich tun kann. Ich habe schon Männer losgeschickt, um das Amulett und den Bogen zu besorgen. Wenn du jetzt noch bei Kabil, dem Instrumentenbauer, das Königshorn abholen könntest, wäre das eine große Hilfe. Er war schwierig. 2 Boten sind gescheitert. Vielleicht kannst du mit seiner Frau reden. Ich glaube, das kriege ich hin. Vorsicht, Kabil ist manchmal etwas gereizt. Aber seine Frau Abra kann die Bogen glätten. Ja. Da würde ich mal sagen, das machen wir im nächsten Part. Mit dem Bogen. Auf jeden Fall. Das können wir auf jeden Fall machen. Wir gehen jetzt hier zum... Das hier war wirklich nicht mein Plan, als ich sagte, ich will Onuratu unterstützen. Ja, er ist ein Krieger. Ich weiß. Ich hasse es trotzdem.
Der Kampf gegen den Kult ist hart. Naja, er ist es ja auch so gesehen. Ich sag's mal gewohnt. Naja, auf jeden Fall würde ich sagen, war's das von diesem Part jetzt erstmal von Let's Play Shadow of the Tomb Raider. Ich hoffe, ihr hattet wieder sehr, sehr viel Spaß. Wenn es dem so ist, dann zeigt es uns mit einem Daumen nach oben. Das würde uns sehr, sehr darüber freuen. Ihr könnt auch einen Kommentar da lassen unter diesem Video. Und dann würde ich sagen, hören wir uns am Montag wieder, wo wir die kleine Nebenmission machen, wo wir mit Kapil auf jeden Fall sprechen werden. Und dann halt auch Ätzli retten werden. Und ja, ich hoffe, ihr freut euch, wie gesagt, ich hoffe, ihr freut euch wieder darauf und dann schaltet ihr am Montag ein, wenn ihr euch da wirklich darüber freut. Und dann sage ich mal Tschüss und bis dann. Ciao.